Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal mit Claire noch unterwegs in der Antarktis-Anlage. Und naja, was soll ich dazu sagen? Wir hatten ziemliche Probleme mit dem Endboss letztes Mal gehabt. Durch Glück haben wir es geschafft. Und wir waren am Ende tatsächlich noch vergiftet, aber das hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Wir sind jetzt Chris Redfield, er ist uns gefolgt auf die Insel. Grabmale, einige davon sind sehr was. Alt, wahrscheinlich von den Ureinwohnern dieser Insel. Wir sind Chris Redfield auf der Suche jetzt natürlich nach Claire, die auf der Suche nach uns war. Und, naja. Ja, Chris, du bist leider zu spät. So, gucken wir uns mal nochmal die Grabmale hier an. Haben wir hier irgendwo Munition oder so? Hier sind auch noch Gräber offen. Aber, genau, Freunde, wir erkunden jetzt wieder von einer anderen Perspektive das Gefängnis, beziehungsweise diese militärische Trainingsanlage. Und wir haben beim letzten Mal unseren Besucher gesehen hier, nämlich der Wurm. Ach du Scheiße! Und genau hier ist auch... nimm die Heilung! Okay, grünes Kraut. Alles klar, perfekt. Und lauf! Aua! Der blöde Wurm. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin hier? Was ist hier? Was ist denn hier? Alter Schwede! Munition! Munition! Okay, ein Aufzug. Ein Schalter, um den Fahrstuhl zu holen. Ja, dann hol den Fahrstuhl. Ach Scheiße, der kommt nicht direkt. Nein. Oh. Ach, und ich humpel natürlich erstmal wieder rum, ne? Ist ganz klar. Verdammt. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch so Pfeile. Alles klar, wir haben hier noch Pfeile. Okay, oh mein Gott. Der scheiß Wurm. Der trifft mich aber auch immer. Okay, dann heil dich bitte, Chris. Heil dich bitte, gut. Alles klar, wir müssen hier, glaube ich, einfach im Kreis rumlaufen. Der ist bei der Mitte. Der ist gleich da, der Fahrstuhl. Das ist ein Zeitspiel. Okay, gegen den zu kämpfen, das bringt nichts. Gegen diesen ekelhaften Dreckswurm. Okay, der Aufzug. Ist noch nicht da, verdammt. Aua, trifft mich doch nicht immer. Na toll, ich bin wieder im gelben Bereich. Aber hey, er ist doch jetzt gleich da. Der Wurm. Ah, der Aufzug ist da. Okay, Gott sei Dank. Hey, hey, geh da rein. Geh da rein. Boah, Gott. Shit, ey. Schon wieder eine Heilung verloren. Ach, das ist doch blöd. Ja, gut. Aber wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache, ey. Geht mal wieder actiongeladen los, die Folge, aber so muss das sein. So muss das sein. Wir sind tief in der zweiten Hälfte des Spiels. Es muss schwerer werden. So. Oh! Ach nein! Ahaha! Guck doch, wo wir sind! In bekannten Gebieten! Und wir haben natürlich keine Autopistole. Das ist geil jetzt. So. Oh Gott, nein! Ach, du bist so schnell, Kollege! Verdammt nochmal. Ich will mich nicht schon wieder heilen müssen. Bin ich rot? Nein, okay. Gelb ist okay. Was ist das denn da? Guck mal, hier waren wir nämlich mal. Hier hat Steve uns die Geschichte zu seinem Vater erzählt. Falls ihr euch erinnert. Batterie wurde entfernt. Aha, also wir brauchen eine Batterie. Erst wird repariert. Ich kann nicht fahren. Okay. Genau. Ja, die Zombies hier. Wo sind die? Hier, was ist das da? Da ist nichts. Okay. Na komm, dann schieß ihn ab, Chris. Los. Chris Redfield. Der Sieger des Schützenwettbewerbs. Jetzt komm. Schieß weiter. Nicht nach... Der Sieger des Schützenwettbewerbs. Chris Redfield. So. Sind wir orange? Wir sind orange. Toll, Wurst. Echt.
Aber wir kommen hier hoch, okay. Wir kommen hier hoch, aber kommen hier nicht so. Okay, interessant. Da ist ein Reifen. Kommen wir hier durch? Ja, wir kommen auch nur hier durch, aber wartet mal, vielleicht liegt hier noch irgendwo Munition oder so. Ach, guck mal, die anderen Wege sind schon versperrt. Das heißt, hier ist tatsächlich, hier kommen wir nicht mehr hin. Dann ist es tatsächlich nicht der ganze Bereich. Verstehe, Freunde, verstehe. Ja, das macht es umso einfacher. Oh Gott, ich dachte noch mehr von den Dingern. Genau. Hier kommen wir durch, ne? Ne, da kommen wir auch nicht rein. Die Tür wird zugeschweißt. Ich kann sie nicht öffnen. Ah, wartet mal. Der Panzer. Ein alter Panzer. Wem der, warum der wohl hier ist? Genau, Freunde. Hier lag Munition drunter. Könnt ihr euch erinnern an diese eine Katze? Ich hoffe, dass wir da jetzt drankommen. Ein alter Panzer. Warum der wohl hier ist? Die Zombies im Hintergrund, ey. Können wir da jetzt nichts machen? Können wir da jetzt nichts... Können wir hier was machen? Da ist doch was offen. Ah, da ist ein Schalter. Okay. Wir tätigen, ja, mach mal. Ach, das ist doch Alfreds Geheimversteck. Glaube ich. Genau, der Panzer, der rollt. Und da müssen wir jetzt eigentlich auch die Munition kriegen, oder? Oder? Das ist auf jeden Fall ein Aufzug. Aber da müssten wir doch jetzt... Da liegt was. Hier. Haha, hier. Zack, Muni. Da haben wir die Muni auch noch gefunden. Sehr gut. Und die Waffe? Die Waffe erinnert mich irgendwie an Leons Waffe. Die Glock 17 ist das. Großpistole, die 9x19mm Patronen verwendet. Ja, schick, auf jeden Fall. Wir sind orange. Es wäre sehr angenehm, wenn ich jetzt mal ein paar Heilungen finden würde. Weil da würde ich mich nämlich hochheilen. Verdammte Axt. Okay, wo geht's hier hin? Okay, das ist tatsächlich ein neuer Bereich. Was ist das? Ein Kanal. Ach nö. Ich kann ihn von hier aus nicht öffnen. Kanal habe ich keine Lust drauf, Freunde. Oh, was ist das? Ah, Shotgun-Buddy. Ja, ist klar, Shotgun. Ah, und da ist eine Heilung. Aber blaues Kraut brauche ich nicht. Aber ich werde das blaue trotzdem mal mitnehmen, in der Hoffnung, dass da vorne ein Safe-Raum ist. Ah, sehr schön. Ist das hier ein Safe-Raum? Ich brauche einen Safe-Raum. Ach! Was ist das denn hier? Batterie oder was? Für draußen? Batterie. Sehr schön. Was ist das da jetzt für eine Tür? Eine fette Tür. Ein Relief in der Form eines Adlerschildes. Dort ist eine Hüllung in Form einer Hellebarde. Gut. Also auch für... Ah! Oh! Oh Gott! Oh! Boah! Alter, okay, heil dich. Da habe ich jetzt nichts gegen. Um Himmels Willen. Lauf! Lauf an der Scheiße vorbei, geht nicht. Doch, es geht. Oh, nein, 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 lass mich da rein! Oh, boah. Oh Gott, was... Das war die... Das war eine Spinne. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben hier einen Safe-Raum. Ja, wunderbar. Ein grünes Kraut. Ah, das tut so gut. Wir sind voll, ne? Und wieder eine schöne Musik. Ja, das habe ich doch vermisst. Und viel Zeug. Oh, Gottes Willen. Ey. Lava verbrennt Wälder, fließt ins Meer und bildet dort eine neue Ebene. Aha. Gut, aber die Muni können wir ja schon mal mitnehmen. Oh, beruhigen wir uns mal. Wir sind wieder heile. Wir sind wieder heile. Wir bräuchten mal wieder rote Kräuter oder so. Muni füllt sich wieder auf, ist gut. Wir bräuchten mal wieder rote Kräuter oder so. Wir haben lange keine rote Kräuter mehr gesehen.
So, die Shotgun-Muni haben wir jetzt auch mittlerweile 14 Stück von. Ah, wir können uns sogar einmal hochheilen, tatsächlich. Beziehungsweise eine Vollheilung machen, dann mache ich das einfach mal. Und ja, die Shotgun-Muni haben wir jetzt 14 Schuss von. Jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Bisschen dreifach grün. So. Farbband. Wunderbar. Wieder ablegen. Die Woody kann ich gleich auch ablegen. Ah, sehr schön, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil Code Veronica. Ich nehme das Ganze nach wie vor an einem Dienstag auf, tatsächlich, ausnahmsweise mal. Und ja, Wetter ist nicht so doll. Deshalb. Ja, was soll man da noch machen, außer aufnehmen? Ah, das ist ein sehr, sehr netter Raum. Sehr, sehr viel Munition habe ich hier gekriegt. Gut, die füllt sich auch auf. 21. Brauchen wir jetzt nur noch die passende Waffe dafür, ne? So, okay. Soll ich wirklich nur mit der Pistole rumlaufen? Die ist ja leider leer. Ne? Wie heißt die? Calico. Interessanter Name. Gut. Aber wie wir die Spinne da draußen wegkriegen, weiß ich nicht. Aber wir wissen jetzt, wir haben jetzt zumindest wieder einen Weg. Wartet mal, da war ja noch was. Schublade öffnen. Ist Schublade blau? Ist nichts drin. Rot? Ist nichts drin. Ach, das ist ein Rätsel, oder was? Sie lässt sich nicht öffnen. Ah, okay. Aber wo haben wir denn hier einen Hinweis? Haben wir hier irgendwo einen Hinweis dafür? Für das Rätsel? Hier liegt auch nichts mehr, ne? Wir haben grün, rot und blau. Lava verbrennt Wälder, fließt ins Meer und bildet dort eine neue Ebene. Wartet mal. Lava ist rot. Verbrennt Wälder, die sind grün und das Meer ist blau. Das probiere ich ja so einfach. Rot, grün, blau. Als ob das jetzt so einfach geht. Rot. Grün. Blau. Und dann unten. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Wie simpel. Ui, was ist das denn? Nochmal so eine Luger-Replik wie am Anfang. Okay. Die kennen wir doch noch, ne? Gold-Luger, ja. Luger-Imitat. Sehr fein verarbeitet. Ist nicht als Waffe einsetzbar. Ja, das war ja ein einfaches Rätsel, ne? Lava ist ja rot, genau. Fließt ins Meer und verbrennt... Ja, genau. Das war ja simpel. Okay, dann können wir den Gold-Luger auch ablegen. Wo sind die Story-Items? Da. Die blaue Karte könnte ich jetzt eigentlich nochmal benutzen, aber... Damit die weggeht, aber nee, warum? Wozu? Wozu? Gut, Freunde, dann haben wir das Rätsel auch gelöst. Da bin ich jetzt stolz drauf, dass ich das so schnell geblickt habe. Und ja, ich dachte, ich habe mir halt gedacht. So, lauf jetzt erstmal. Da ist sie, da ist sie. Oh, das sind sogar zwei. Aber die haben das gleiche Verhalten wie auch in den ersten drei Teilen, die Spinnen. Also die machen in der Regel nicht viel. Und das finde ich gut. So, wir sind wieder topfit. Und wir müssen jetzt wieder zurück hier in das... In Tür wird zugeschweißt. Hier vorne hin. Hier wieder zurück. Um hier mal die Batterie einzusetzen, damit wir hier rauskoppeln. So, Freunde. Hier haben wir Zombies. Die Zombies hier haben wir erledigt.
Das war auch wichtig, dass wir die erledigt haben, weil da, jetzt haben wir nämlich hierfür Ruhe. Genau. Die Batterie. Chris, du kannst die Batterie einsetzen. Prüf die erstmal. Batterie mit hoher Leistung. Sie ist bestimmt für größere Maschinen gedacht. Ja, kannst du benutzen. Ja, cool. Okay. Was haben wir denn hier? Jetzt können wir damit hochfahren. Ach, wie cool. Mit so einer Hebebühne, genau. Kontrolltafel für die Hebebühne. Dann fahren wir hoch. Dann fahren wir hoch, Chris. Ja, und was jetzt mit Claire ist, kein Plan. So, haben wir hier noch... Ahaha, da liegt doch was. Was ist das? Chemikalische Lagerschlüssel. Und noch ein Dokument. Ah, das darf natürlich nicht fehlen. Bericht über korrosionsresistente Legierung. Eigentlich hatten wir ja vor, die neue korrosionsresistente Legierung namens Deployed dazu zu verwenden, eine Lagerkapsel für unsere neue Substanz zu bauen. Wir mussten diesen Plan aber schließlich doch fallen lassen. Denn trotz ihrer großen Widerstandskraft gegen alle möglichen Chemikalien sind bis hin zu stärksten Säuren, löst sie sich doch schnell auf, wenn sie mit einer Mischung aus Clement A und Clement Epsilon, Alpha und Clement Epsilon in Verbindung kommt. Berührung kommt. Aha. Was ist denn das jetzt? In Anbetracht des tödlichen Potenzials der neuen Substanz können wir bei der Wahl eines Materials für ihre Lagerung gar nicht vorsichtig genug sein. Stattdessen haben wir das Deployed jetzt für den blauen Teil der Adlerwappen benutzt. Aha, okay. Information zu Clement. Die Alpha-Variante... Oh, Leute, hört mir auf mit Alpha-Variante. Oh, ich kann es nicht mehr hören, aber okay. Die Alpha-Variante wird zur Waffeninstandhaltung eingesetzt und weist keinerlei merkwürdige Eigenarten auf. Die Epsilon-Variante hingegen verfärbt sich bei einer bestimmten Temperatur blau. Deswegen auch die Farbe blau bei den Medaillen, ne? Ein merkwürdiger Zufall, dass diese Temperatur exakt dem Datum entspricht, an dem diese Tageseinrichtung fertiggestellt wurde. Was? Aufgrund unserer Analyse der Epsilon-Variante glauben wir, dass Clement noch mehr zu bieten hat. Sobald wir neue Fakten herausfinden, werden wir sie in diese Datei aufnehmen. Okay, das ist ein Rätsel auf jeden Fall. Nur wann wurde dieses Gefängnis errichtet? Weiß ich nicht. Okay, gehen wir einfach hier rein. ja. Das wird auf jeden Fall ein Rätsel. Ganz klar. Ganz klar. Gut, was haben wir hier? Jetzt kommen wir wieder in bekannte Bereiche, ne? Was zur... Ach, die schon wieder. Die sind doch echt überall, ne? Elfriede oder Alexia, die sind echt überall. Alexia? No. She's already fully awake. Oh, little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy! Ach stimmt, Wesker rennt ja hier auch noch rum. Und der hatte da... der hatte Hunter.
Ach, Wesker, warum gibst du es nicht einfach auf? Mensch, was soll das? Mann, Wesker, Mensch. Kriegen wir jetzt hier zumindest bitte, bitte mal eine Schrotflinte? Weil die Hunter, die kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Ne, und ich hätte gerne eine Schrotflinte gegen die. Mit der Pistole. Hier war scheinbar die Kommandozentrale. Mit der Pistole können wir das vergessen, Freunde. Können wir das echt vergessen, Hunter zu machen mit der Pistole. Aber wo können wir denn jetzt sonst? Ach, hier. Genau, hier können wir raus. Oh Gott, bitte keine Hand da jetzt. Scheiße. Ich habe keine Munition dafür. Oh. Warum muss das Ding genau dann... Was? Was geht hier ab? Warum muss das Ding genau in dem Moment runterfallen, wenn ich komme? Und warum hat sich das gerade so angespürt, hört wie eine Tesla-Spule aus Commander Conquer? Aber okay. Hier können wir auch rein, oder was? Da können wir auch rein. Aber nein, warum sollten wir da rein? Wir gehen erstmal dahin, da unten hin und holen uns hoffentlich dieses Medaillon. Warum hat sich da... Ah ne, kommen wir da gar nicht hin? Das Adlerschild wurde in die Kanalisation gespült. Unten scheint ein Gang zu sein. Ah, wir kommen hier gar nicht weiter. Okay, dann müssen wir doch da oben rein. Ach, okay. Ja, alles kaputt hier. Von dem, ja, aber angeblich sollte das doch hier, explodieren. Oh nein! Keine Zombies! Okay, der steht im Weg. Aua. Verdammt nochmal! Schieß ihn kaputt! Oh Gottes Willen. Oh Gott, nein! Bleib liegen! Bleibst du gefälligst liegen, Kollege. So, danke. Ja, das ist jetzt ein Logikfehler, ne, glaube ich. Eigentlich sollte dieses ganze Gebiet explodieren. Deswegen verstehe ich gerade nicht, ja, warum das jetzt hier noch vorhanden ist. So. Oh Gott. Chris, lauf mal in die Mitte. Weg da vom Feuer. Mach den Zombie platt. Boah, wie viel halten die aus? Die halten mehr aus, die Kollegen. Okay, aber der ist weg. Alles klar. Und da ist noch einer. Ha! Okay. Da habe ich anscheinend zum ersten Mal die Umgebung hier genutzt. Ja, cool. Ah, ich weiß, welcher Raum das... Ah, verdammt. Kombiniere. Ich glaube, ich weiß, welcher Raum das ist. Oder war das nicht dieser Bio-Experimentierraum? Nein, da wollte ich nicht rein. Pfeile, okay. Ich dachte schon, der würde da reingehen. Hier ist eine... Ah! Seitentasche von der RPD. Damit können sie mehr Items tragen. Ja, sehr angenehm. Sehr angenehm. Wunderbar. Ja, das ist der Bio-Experimentierraum. Ah, nein, da wollte... Ich klicke immer zu schnell. Verdammt. Geh raus da, geh raus da, geh raus da, geh raus. Raus, raus, raus. Bioexperimentierraum. Genau. Da war ja, glaube ich, noch was drin, oder? Hier waren wir ja schon mit Claire. Das ist auch sehr cool aufgebaut. Das war jetzt hier tatsächlich. Hier ist ein Blutfleck. Scheinbar wurden hier Tierversuche gemacht. Ja, das haben wir schon mit Claire rausgefunden. Finde ich auch gut, dass das jetzt hier so verbunden ist. Keine Reaktion. Es wurde vermutlich durch den Brand zerstört. Wie, jetzt kommen wir hier doch nicht rein, oder was? Oh. Okay. Dann waren wir doch richtig da. Alles klar. Gut, dann beweg dich mal wieder hier rein. Wartet mal. Ich würde gerne diesen Kittel da, den würde ich nochmal gerne überprüfen. Deswegen mach mal bitte schnell.
Schnell die Tür auf, damit wir nicht so viel Zeit verlieren hier. Dieser Kittel. Ist da irgendwas? Ist leider nichts mehr. Alles klar. Dann hauen wir den Turbo an. Damit die Tür schneller aufgeht. So. Ah ja. Hier kommen wir nicht mehr rein, ne? Türklinke fehlt. Ich kann sie nicht öffnen. Da kommen wir irgendwie gar nicht rein. Das ist ja merkwürdig. Aber gut, dann gehen wir hier runter. Bitte jetzt kein Hunter hier. Ja. Und wo sollen wir jetzt hin? Ich meine, die Folge ist eh zu Ende. Aber ich würde schon gerne wissen, wo ich jetzt noch hin soll. Einfach raus hier, ne? Einfach raus hier, ja. Keine Ahnung. Einfach weg hier. Gut. Dann gucken wir mal noch, ob wir da wieder raus können. Aua. So. Und ja. Dann haben wir die Folge schon wieder voll. Das geht immer so schnell hier bei Resident Evil. Unglaublich. So, und dann müssten wir doch jetzt theoretisch irgendwas hier machen können, oder? Partnerschild oder unten ist ein Gang zu... Ah! Okay, müssen wir wieder zurück, oder was? Okay, das ist natürlich interessant. Ja. Dieser ganze Bereich war jetzt nur für die Tasche. Aber gut, nehme ich gerne mit. Also eine Tasche kann ich immer gebrauchen. Na gut, Freunde. Oder war hier noch irgendwas? Ah, okay, wir können mit der Hebebühne runterfahren. Gut, Freunde. Das machen wir allerdings erst beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Zieht's gerne weiter, den Kanal. Und, ja. Würde mich sehr freuen, dass ihr es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, wie gesagt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.